Hey, Jody, sieh mal. Oh Mann, der sieht ja toll aus. Die Ernte wird gut dieses Jahr. Wenn nichts schief geht, und das nehme ich an, sollten wir den ganzen Winter über genug zu essen haben. Hast du gehört, Fleck? Genug zu essen für den ganzen Winter. Was hältst du davon? Hä? Hey! Ach, denk dran, Jody, du musst noch Wasser holen. Es wird sonst zu spät. Ja, gut. Komm mit. Mit jedem Tag wurde es wärmer. Und der Boden unter meinen Füßen wurde allmählich heiß. Aber das machte mir nichts aus. Denn trotz dieser furchtbaren Hitze stand es gut um unsere Ernte. Nicht nur um den Mais, einfach um alles. Bohnen, Kartoffeln, einfach um alles. Und darüber war Pa sehr glücklich. Trink nur, Fleck. Oh Mann, war das schön. Fleck und ich waren immer zusammen. Was machte es da schon, dass er kein richtiger Bruder war? Er war besser als alle Forrester-Brüder zusammen. Solange Fleck bei mir ist, macht es mir nichts aus, Wasser zu holen. Oh, ja, jetzt habe ich Lust zu arbeiten. Hey, Fleck. Also, wenn ich groß bin, dann werde ich uns hier ein Haus bauen. Direkt hier, bei der Quelle. Nur für uns beide. Dann brauchen wir nie wieder das Wasser zu schleppen. Also, ich finde, das ist eine richtig gute Idee. Und dann hätten wir beide auch viel mehr Zeit zum Spielen. Ich wette, das würde dir auch gefallen. Nicht, Fleck? Unser eigenes Zuhause. Aber spät, Jody. Ich konnte kein Mittagessen machen, weil der Wassertrog leer war. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Tut mir leid, Mom. Aber es war so heiß, da mussten wir uns auf dem Rückweg etwas ausruhen. Na, du meinst wohl eher, du hast wieder mit Fleck gespielt. Ich möchte nicht, dass du Fleck noch mal mitnimmst, hörst du? Das muss ich aber. Warum denn? Ich kann ihn doch nicht den ganzen Tag in der Scheune einsperren, Ma. Meine Güte, bist du starrsinnig. Naja, zumindest wenn es um Fleck geht. Stimmt's, Julia? Das ist ungerecht, Julia, dass du Partei ergreifst. Hast du vergessen, wie ich mich um dich gekümmert habe, als Meister Petz dich so böse zugerichtet hat? Dieses Durcheinander an. Kannst du das Kids denn nicht erziehen, Jody? Aber Julia hat Fleck doch hier reingejagt. Du findest wohl immer eine Ausrede. Aber Ma, es war nicht Flecks Schuld. Oh doch, Jody. Anscheinend vertragen sich Julia und Fleck nicht besonders. Ach was, Julia war ganz friedlich. Da kam Fleck und hat ihr einfach in den Schwanz gebissen. War es so, Jody? So ungefähr. Aber Fleck wollte doch nur spielen. Spielen sie dir an, was er für ein Durcheinander angerichtet hat. Aber... Und wo ist Fleck jetzt? Er ist in der Scheune eingesperrt, weil er so ungezogen war. Hat er zu fressen gekriegt? Ja, ich habe ihm sein Futter hingestellt.
Ich finde, ab jetzt sollte er sowieso lieber in der Scheune fressen. Wieso denn? Jody, man sollte einen Unterschied zwischen Mensch und Tier machen. Aber er ist nicht bloß ein Tier. Fleck ist wie mein eigener Bruder. Oh. Den Gedanken, dass Fleck die ganze Zeit allein in der Scheune ist, kann ich nicht ertragen. Ich werde mit ihm zusammen in der Scheune essen. Du wirst nicht in der Scheune essen. Du willst doch nicht, dass unsere kleine Familie wegen dieser Sache in Streit gerät, Jody. Also, das ist ja eine richtige Krise. Wenn du nicht aufhörst, Fleck zu verwöhnen, Jody, wirst du später bestimmt Probleme mit ihm bekommen. Ich mache euch einen Vorschlag. Ich halte es für richtig, wenn Jody von jetzt an allein für Fleck verantwortlich ist. Wie meinst du das? Ich meine, Fleck ist kein Baby mehr. Er wird täglich größer und gescheiter. Und da wird es nicht ausbleiben, dass er auch viel mehr anstellt. Da bin ich ganz sicher, Jody. Die Zeit, wo er nur Liebe braucht, ist langsam vorbei. Von jetzt an, mein Junge, musst du Fleck auch richtig erziehen. Das meine ich mit verantwortlich. Und wir werden ihm ein bisschen dabei helfen, nicht wahr, Ori? Wenn du es willst, mach es. Ich bin voll damit beschäftigt, Jody zu erziehen. Tja, und da wir wissen, dass Fleck sowieso nur auf Jody hört, auf keinen anderen, bist du auch voll für ihn verantwortlich. Einverstanden? Das schaffe ich. Gut. Was meinst du, Ori? Ich glaube nicht, dass er mit ihm fertig wird. Lass es mich wenigstens versuchen. Ach komm, Ori, uns interessiert es doch auch, ob Jody es schafft. Na schön, wir können es ja versuchen. Aber wenn es nicht funktioniert, trägst du die Verantwortung. In der Welt. Das Kissen. Er hat Jodys Kissen völlig zerfetzt. Sieh mal. Ja, sieht so aus. Du lachst. Ich finde das gar nicht komisch. Du hast ja keine Ahnung, wie lange es dauert, das wieder sauber zu machen. Na, du brauchst es ja nicht sauber zu machen. Wieso? Wir waren uns vorhin doch einig, dass Jody verantwortlich ist, wenn es um Fleck geht. Stimmt. Na, dann mach dich mal an die Arbeit, Jody, um das Durcheinander hier aufzuräumen. Ist gut, Pa, aber Fleck muss mithelfen. Wie lange hat's gedauert?
Es war eine schreckliche Schweinerei, Frederick. Aber bis zum Abendessen war ich damit fertig. Und was hast du mit Fleck gemacht? Ich habe ihn in der Scheune eingesperrt. Was sollte ich sonst tun? Das ist doch grausam, Jody. Wieso? Fleck versteht nicht, weshalb er bestraft wird. Das verstehen nur Menschen, Jody. Die meisten Tiere haben ein ganz kurzes Gedächtnis. Aber wie soll ich ihm dann überhaupt etwas beibringen? Irgendwie muss ich es ihm doch abgewöhnen, nur Unsinn zu machen. Bitte sag mir, was ich machen soll, Frederick. Eine Möglichkeit ist, ihn ordentlich zu verhauen. Aber Frederick, ich... Aber dann kann es sein, dass er dich nicht mehr mag. Es ist nicht einfach, ein Tier zu zähmen und trotzdem sein Freund zu bleiben. Weißt du, ich habe meine Methode und du musst deine finden. Warum Frederick mir wohl nicht sagt, wie er seine Tiere erzieht? Naja, vielleicht hat er recht. Ich muss meine eigene Methode finden.